Ja, hallo. Ich war ja schon oft in den Gefängnissen mit unseren Musikern. Wir haben in Hamburg im Santa Fu-Gefängnis Konzert gemacht. Wir haben hier in Berlin, Lichtenberg, im Frauengefängnis Musik gemacht. Unsere Mitmenschen, die in den Gefängnissen sitzen, besucht und Musik gemacht. Und ich möchte dem Gustl wissen lassen und allen Menschen in den Psychiatrien, dass wir auch versuchen, zu euch in die Psychiatrien zu kommen und auch dort Konzerte zu machen. Ich war gerade neulich noch in Frankreich, in einem Frauengefängnis, in der wunderschönen Stadt Caen, also sagen wir mal Caen. Und dort ist auch ein großes Holocaust-Denkmal, nicht nur Denkmal, sondern ein Museum, ein richtiges Museum, Antikriegsmuseum, ein ganz großes, und eine Holocaust-Abteilung, eine ganz schreckliche, aber sehr, sehr übersichtliche Sache. Und diese Stadt Caen hat ein Frauengefängnis, also auch, bestimmt auch ein Männergefängnis. Das haben wir bisher noch nicht geschafft, aber wir waren bei den Frauen und die Atmosphäre ist gut, so wie ich das beurteilen konnte. Die Mädels sind gesund, die haben auch mal, können sich mit Sachen beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie auch mal ins Internet dürfen, aber in der Psychiatrie sind ja die Sachen, die Menschen in Gefängnissen dürfen, das dürfen Menschen in Psychiatrien nicht. Es ist ein richtiges Guantanamo. Also ich meine, ich weiß auch nicht, wie es in Guantanamo vor sich geht, weil ich noch nicht drin war. Aber in den Psychiatrien und als Schirmfrau der PATVERFÜG.DE und Mitglied der Irrenoffensive und unseres Werner-Fuß-Zentrums im Haus der Demokratie und Menschenrechte hier bei uns in Berlin, bin ich selbstverständlich darüber informiert, über die menschenunwürdigen Missstände in den Zwangspsychiatrien unseres freien Landes. Und wenn man sich vorstellt, dass die Menschen in den Zwangspsychiatrien nicht mal an den Computer dürfen, nicht mal ins Internet, nicht mal was googeln dürfen, das ist doch Folter, das ist doch menschenunwürdig, einfach menschenunwürdig. Ich hoffe, dass sich viele Menschen stark machen für die Abschaffung der Zwangspsychiatrie, so wie sie jetzt ist bei uns hier in Deutschland. Die muss total überprüft, reformiert und verändert werden. Denn so geht das nicht weiter. Und ich möchte auch noch einen Satz sagen zu der Anzahl von den wunderbaren Menschen, die hier stehen und sich für Gustl Möller stark machen. Wir sind nicht viele hier zusammengekommen. Wir haben seit Monaten und Wochen für diese Demonstration, für diese Mahnwache im Facebook und überall in den Fußgängerzonen, überall Promotion, Reklame, Werbung gemacht. Und wir sind, ja, ich würde sagen, eine große Schulklasse voll hier. Das macht mich sehr traurig, Deutschland, dass ihr euch nicht mit euren Mitbürgern und Mitbürgerinnen in den Zwangspsychiatrien solidarisieren könnt, dass ihr nicht mal eure modernen Ärsche hochkriegt und euch solidarisch erklärt. Denn das war damals zu Zeiten des Hitlerfaschismus ja auch so, dass die Verhältnisse so dermaßen schrecklich werden konnten, weil die Menschen nicht zusammengehalten haben. Die sind immer nur den Regierenden hinterher marschiert und haben gesagt, wenn die da oben in der Regierung sitzen, die wissen schon, was gut und was schlecht für uns ist. Aber das geht so nicht. Wenn wir die immer weitermachen lassen, dann haben wir am Schluss überhaupt kein Leben mehr. Dann gibt es nur noch Tod und Folter. Und das dürfen wir nicht so weit kommen lassen in unserem Land. Schaut mal hier. Alles, was ihr euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Steht in der Bibel. Im Islam. Niemand von euch ist ein Gläubiger,
bevor er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst begehrt. Und seine Schwester. Und seine Schwester, natürlich. Müsste danke. Eigentlich da stehen. Er müsste eigentlich da stehen, sagt meine liebe Freundin. Recht hast du. Judentum, aber wahrscheinlich, ja. Judentum, was dir selbst verhasst ist, das tue nicht deinem Nächsten an. Dies ist das Gesetz, alles andere ist Kommentar. Talmud, Shabbat 31a. Als Griechenland soll ich mich anderen gegenüber nicht so verhalten, wie ich möchte, dass sie sich mir gegenüber verhalten? Platon. Buddhismus. Verletze nicht andere auf Wegen, die dir selbst als verletzend erscheinen. Das kommt aus der Udana Varga 5.18. Hinduismus und Brahmismus. Man soll sich nicht auf eine Weise gegen andere betragen, die einem selbst zuwider ist. Dies ist der Kern aller Moral. Alles andere entspringt selbstsüchtiger Begierde. Mahabharata Anusasana Power 1138 Mencius und so weiter und so weiter. Bahai, bürdet keiner Seele eine Last auf, die ihr nicht tragen wollt, nicht selber tragen wollt, und wünscht niemanden, was ihr euch nicht selbst wünscht. Bahuele. Konfuzianismus. Ein Wort, das als Verhaltensregel für das Leben gelten kann, ist Gegenseitigkeit. Bürde andere nicht auf, was du selbst nicht erstrebst. Das ist die Lehre vom mittleren Weg. 13.3. Taoismus. Betrachte den Gewinn deines Nachbarn als deinen Gewinn und seinen Verlust als deinen Verlust. Tai Chang Kang Ying Ping. Janismus. Gleichgültig gegenüber weltlichen Dingen sollte der Mensch wandeln und alle Geschöpfe in der Welt behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte. Sutra Kritanga 1.11.33. Zoroastrismus. Was alles dir zuwider ist, das tue auch nicht anderen an. Überall, in allen heiligen Schriften aller Religionen, aller Kulturen findet man die goldene Regel, deswegen heißt es auch goldene Regel. Das, was du... Was du nicht willst, was man dir... Was man dir anfüge auch das keinem anderen. Das, was du nicht willst, dass man dir antut, füge es auch keinem anderen zu. Och, das klingt so wunderschön. Und jetzt Propolsku. Baja. Propolsku. Ruski. Danke. Aber deine, wo kommst du her? Jugoslawien. Ach, dann bitte auf Jugoslawien. Ne čini drugom, što ne želiš da tebi učine. Yay! Tschechisch. Co nechceš, aby tobě někdo udělal, nedělej druhýmu. The golden law. What you don't want someone else to pour upon you, don't pour it upon anybody else either, neither. Well, my English is also simple. Ja, wollen wir noch von Wolf Biermann die Ermutigung singen? Unser lieber, lieber, wunderbarer Wolf Biermann, der immer so solidarisch war mit den Menschen, die für die Freiheit eingestanden sind, für die Freiheit. Und lieber, lieber Bundespräsident Gauck, ich finde das ja ganz süß und niedlich und herzzerreißend, dass du zu Tränen gerührt bist, wenn der US-Präsident Obama neben dir stehen darf, aber lieber, lieber Gauck, ich bitte dich von Herzen als deine Landsfrau, bitte, bitte hilf den Entrechteten hier in den Zwangspsychiatrien, das ist, wir halten das nämlich nicht mehr aus, diese Zustände, das macht uns so betroffen, so traurig, wir schämen uns unseres Landes. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern
in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Und der kommt ja jetzt erst im Wahlkampf, ne? Wenn wir zu den Urnen schreiten und unsere Wahlzettel da eingraben. Mit großer Hoffnung. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du darfst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Bescheid. Gustl Mollert, sofort freilassen! Das ist keine Bitte, das ist ein Volksbefehl! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Das Volk sind wir! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Das Volk sind wir! Jawohl! Im Gefängnis zu singen von Bertolt Brecht. Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, sie haben Gefängnisse und Festungen. Ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht. An dieser Stelle solidarische Grüße an die drei Kinder, die aus dem Kinderheim Berlin-Brandenburg-Hasenberg GmbH ausgerissen sind, in Hamburg bei einem Sozialdienst Zuflucht genommen haben. Mal gestern in den Spätnachrichten noch gehört, drei Kinder aus der Hasenburg weggelaufen, weil in der Hasenburg ganz, ganz schlimme Zustände herrschen. Politiker und Behörden wissen darüber Bescheid. Auch hier ist eure Solidarität mit unseren Kindern. In den Kinderheimen der Hasenburg oder Hasenberg GmbH oder wie die heißen, gefragt. Eure Solidarität ist gefragt. Und hoffentlich müssen diese drei Kinder nicht wieder zurück in dieses schreckliche, unmenschliche Kinderheim. Und das wurde gestern auch noch gesagt in den Nachrichten, dass drei Beamte für 400 Kinderheime zuständig sind. Also drei Politiker, also in dem politischen Zirkus. Unsere Touristen, Freiheit für Gustl Mollert. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen. www.ristreisen.de. Also ihr lieben Kinder, ihr Weggelaufenen, geht da bloß nicht wieder hin zurück. Wir wollen euch alle helfen, auch Radio 1 war ich neulich zum Interview. Und da haben wir auch großes Interesse bei den Mitarbeitern von Radio 1 gesehen und gespürt. Und wir hoffen wirklich, dass sich unsere Journalisten da stark machen für unsere Kinder, die in Kinderheimen ein menschenunwürdiges Dasein fristen müssen. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten, diese Versäumnisse in unserer Politik. Hey, weiter geht's, im Gefängnis zu singen. Sie haben Gesetzbücher und Verordnungen, sie haben Gefängnisse und Festungen, ihre Fürsorgeanstalten zählen wir nicht, Hasenburg. Sie haben Gefängniswärter und Richter, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Glauben Sie denn, dass Sie uns damit kleinkriegen? Sie verschwinden und das
das wird bald sein, werden sie gemerkt haben. Oh Gott, die armen Menschen sehen aus wie Zombies. Alle gemerkt haben. Kein Lächeln, nur Smile. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Zeitungen und Druckereien, um uns zu bekämpfen und mundtot zu machen. Ihre Staatsmänner zählen wir nicht. Sie haben Pfaffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen sie denn die Wahrheit so fürchten? Wie sie verschwinden, und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Hey, ihr liebe Lungen, Burgunder, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Ja, sie haben Tanks und Kanonen, Polizisten und Soldaten, die wenig Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn haben sie denn so mächtige Feinde? Sie glauben, da muss doch ein Halt sein, der sie die Stürzenden stützt. Eines Tages, und das wird bald sein, werden sie sehen, dass ihnen alles nichts nützt. Ja, und da können die noch so laut Halt schreien, weil sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Und da können sie noch so laut Halt schreien, weil sie weder Tank noch Kanone mehr schützt. Ja. Danke, Berthold. Der Kälbermarsch hinter der Trommel her trotten die Kälber. Das Fell für die Trommel liefern sie selber. Das Lied stammt auch aus Schweg, aus dem Zweiten Weltkrieg, geschrieben 1943. Sie heben die Hände hoch, sie zeigen sie her. Hände hoch, zeigen sie her. Sie sind schon blutbefleckt und sind noch leer. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut im Schlachthof schon geflossen, sie ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Sie tragen ein Kreuz voran auf blutroten Flaggen. Das hat für den armen Mann einen riesengroßen Haken. Der Metzger ruft, die Augen festgeschlossen. Das Kalb marschiert mit ruhig festem Tritt. Die Kälber, deren Blut am Schlachthof schon geflossen, die ziehen im Geist in seinen Reihen mit. Mensch, macht auf, Leute, macht euch stark. Eine Menschheit lebt von der Solidarität. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Hey! Ja, da wird die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld. Konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nie vergessen, die Solidarität. Gustl, denn wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nie vergessen, wo